Rudolph the Red-Nosed Reindeer. La 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 la. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Boys auf meinem Kanal und heute der zweite Teil zur Stream-Ankündigung des Charity-Streams. Und ja, ich mache nochmal ein Video dazu, genau heute, einen Tag davor, einfach damit nochmal die Leute daran erinnert werden, weil ich möchte wirklich, dass da so viele Leute wie möglich angesprochen werden, dass so viele Leute wie möglich da spenden. Spendenseite ist bereits angelegt und auch schon im Stream verlinkt, auch wenn der Stream noch nicht online ist. Das heißt, jeder, der meinen Stream-Link hat, kann auch theoretisch jetzt schon spenden, aber egal. Ja. Morgen 12 Uhr ist der Charity-Stream. Ich hau jetzt sofort einmal nochmal die Infos raus. 12 Uhr mittags starte ich den Charity-Stream. Und das Ganze natürlich hier auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wir werden ein bisschen Minecraft zocken. CSGO wird nicht dabei sein. Für alle, die es jetzt fragen, soll ein friedvolles Weihnachtsfest sein. Und ja, ein bisschen Minecraft, vielleicht ein bisschen andere Spiele, wo ich einfach mal ein bisschen mehr mit der Community interagieren kann. Und ich werde nach jeder Runde, die ich spiele oder halt wenn ich so Talkrunden habe die ganze Zeit, die Seite aufhaben, die Spendenseite, so dass ich wirklich sehe, wenn jemand gespendet hat. Ich bekomme auch bei jeder Spende eine E-Mail, das heißt, das Ganze ist da wirklich relativ safe für euch, dass ihr da auch erwähnt werdet, sag ich mal. Falls es halt von euch erwünscht ist, dass ihr erwähnt werdet. Dann müsstet ihr dann halt auf der Spendenseite euren Namen bzw. euren Ingame-Namen, irgendwas als Synonym, sag ich mal, für euren Namen angeben, dass ich halt weiß, wie ich euch nennen soll. Und dann kann ich euch auch aufrufen, mich bei euch bedanken, dass ihr gespendet habt. Und ja. Das war jetzt gerade ein dummer Move. Noch halbwegs gut ausgespielt. Und da kommt der andere. Und wir werden natürlich keinen Kill kriegen. Egal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass da einige Leute zuschauen. Geht ja um einen guten Zweck. Und ich bedanke mich auch schon mal an das ganze ultra positive Feedback in den Kommentaren. Sowohl auf Twitter, als auch auf Instagram, als auch auf YouTube. So ein krasses positives Feedback hatte ich schon lange nicht mehr. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass ich irgendein Dislike-Bot abbekommen habe, denn das Video war keine 2 Sekunden online, hatte sofort den ersten Dislike und bei so einem Video verstehe ich es einfach nicht, warum man so etwas disliked. Ich gehe mal einfach von einem Dislike-Bot aus, deswegen nicht wundern, wenn meine Videos Dislikes haben, die vielleicht überhaupt nicht verständlich sind. Ich kann es verstehen, wenn man Videos nicht mag oder einen YouTuber nicht mag, ist vollkommen normal, aber so krass aktiv ist nicht mal ein richtig fetter Hater, der nach 2 Sekunden jedes Video gedisliked hat. Also, ich gehe mal von dem Dislike-Bot aus. Ja. Wie die Spendenseite funktioniert, ist relativ einfach, übersichtlich. Falls ihr allerdings irgendwie nicht gerade ein Konto oder ein PayPal-Account oder sonst etwas habt, worüber ihr spenden könnt, könnt ihr mir auch einfach per Twitter eine Paysafe-Card senden, beispielsweise. Ist jetzt ein Beispiel, jemand hat mich gefragt, ob man eine Paysafe-Card spenden kann. Kann man so nicht direkt, leider, das bietet die Seite nicht an. Und damit wirklich 100% des Geldes von dieser Paysafe-Card an die Aktion Lichtblicke geht, also für den guten Zweck ist, und das nicht bei Typestream oder sonst was, irgendwie verloren geht durch Gebühren, die sich irgendeine Firma einheimst, ja, habe ich gesagt, könnt ihr mir diesen Paysafe-Card-Code auf Twitter oder Instagram per PN senden. Ich werde die wirklich abchecken die ganze Zeit. Könnt dann auch ruhig in den Livestream-Chat schreiben, wenn ihr mir eine Paysafe-Card sendet oder gesendet habt. Dann werde ich diesen Code übernehmen, werde den einzahlen, halt von meinem Konto das Geld einzahlen und diese Paysafe-Card im Endeffekt auf mein Konto dann wieder einzahlen, so dass die 10 Euro wirklich zu 100% daran an die Aktion Lichtblicke gegangen sind. Ich werde halt auch Beweise ansonsten schicken, falls sie verlangt werden, dass ich diese 10 Euro wirklich zu 100% weitergeleitet habe. Ja, also, wenn ihr eine Paysafe-Card habt oder irgendeine andere Zahlungsmethode,
könnt ihr mir beispielsweise den Code einfach geben und ich werde dieses Geld weiterleiten an die Aktion Lichtblicke, da ich die Möglichkeiten habe, halt darüber zu spenden, beziehungsweise notfalls auch Personen kenne, die die Möglichkeiten haben, beispielsweise über PayPal zu spenden. Ich weiß, dass das, wenn man etwas jünger ist, immer ein bisschen problematisch ist, deswegen macht euch da keinen Kopf drum. Das wird schon. Und jetzt konzentrieren wir uns einfach mal auf die Runde hier, holen uns das Team mit dem Bogen. No! Fuck it! Nevermind, wollten die das Bett komplett mit Eisenblöcken zubauen. Oh mein Gott, sind das Arschlöcher. Alter, da singe ich auch nicht mehr Rudolf das rotnasige Rentier, sag ich schon fast. Alter, Junge, fuck mich nicht ab. Ja, okay. Läuft der Grüne jetzt zu mir oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder rennt er jetzt auch noch zu denen? Das wird jetzt ein bisschen unlustig mit dem Typ mit dem Bogen. Ich denke mal, da werde ich auch saven müssen. Er saved nochmal. Oh, ist das ein Arsch. Gut, dass der Mate vorher eingesammelt hat und ich den gekillt habe. Das heißt, er hat nicht das ganze Gold. Müsste von der Höhe passen gleich, ja. So. Oh mein Gott, was hat der hier gebaut, Alter? Er hat das Eisen nicht mal eingesammelt, was? Komm, ey, ich spiel doch schon mit BAC. Come on, Bro. Okay, das Eisen saven wir jetzt erstmal in der Base. In die Truhe damit. Ich brauche jetzt unbedingt Gold. Mindestens einen Bogen brauche ich. Auch wenn ein Eisenschwert noch besser wäre. Aber der Typ, der hat zu viel Scheiße, der kommt da schon wieder. Nein. Zehn Gold wären perfekt. Danke. Okay. Das haben wir auch schon mal. Wäre natürlich super, wenn wir jetzt ohne Gold den Typen kriegen. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Dann sind wir vorbereitet. Ist mir jetzt im Endeffekt, glaube ich, auch eher egal, ob ich die Runde jetzt hier gewinne oder nicht. Wir versuchen natürlich die Runde zu gewinnen, aber bei so einem Schwitzer ist halt immer ein bisschen schwierig, die Runde vorher zu sehen. So, und jetzt wird's interessant. Nein, Kotti trifft. Kotti, treffen! Oh Mann, Alter. Du bist doch low. Ja, geh runter, hol dir das Team, hol dir das Team. Jawohl. Du bist doch ein Schnuckel. Du weißt, wie es geht. Da haben wir die Runde gewonnen. Perfekt. Und das sollte auch nur als kleines Ankündigungsvideo gelten. Deswegen würde mich freuen, wenn ihr wieder morgen dabei seid. Falls ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ansonsten sehe ich euch hoffentlich morgen mit ein bisschen Geld in der Tasche für den guten Zweck. Wünsche ich euch jetzt noch einen frohen, fröhlichen, besinnlichen, friedvollen ersten Weihnachtsfeiertag. Und man sieht sich morgen. Bis dahin. Tschö. Mittel.